Rolle, wir sind auf Sendung. Okay, erzählt uns bitte, was immersives Theater heißt. Immersives Theater ist eine довольно новая театральная форма. Если мы сейчас начинаем говорить о том, чем мы планируем заниматься, то, ну вот представьте, вы приходите на спектакль и попадаете в такое кино. Die Handlung wird irgendwie auf verschiedenen Orten stattfinden. Und das Publikum wird in das Geschehen auch mit einbezogen. Нет как бы сцены и зрителя, который смотрит на эту сцену. Вы присутствуете в том действии, которое происходит. У каждого зрителя это будет свой спектакль, потому что вы можете следовать за тем героем, который вам понравился, или никуда не следовать, просто находиться в какой-то локации. Но так или иначе предполагается все-таки не некое путешествие. Man muss nicht sehr weit fahren, um sowas zu sehen. Man kommt zu uns ins Artischocken. Es ist zwar nicht neu, aber für Nürnberg ist das eine Seltenheit, finde ich. Und das kann sehr interessant sein. Diese Atmosphäre, die du normalerweise auf der Bühne schaffst, schaffst du dann irgendwo im Raum. Und du hast kein gewohntes Rechteck, kein gewohntes Rampenlicht, keine gewohnte diese imaginäre Wand, die dich vom Publikum trennt, sondern du musst es trotzdem jetzt für sich allein diese Atmosphäre schaffen, obwohl das Publikum in unmittelbarer Nähe da ist. Для артиста это, разумеется, очень интересный опыт. В этот момент ты забываешь о том, что ты играешь в спектакль. Ты просто существуешь в поле своего персонажа и в контексте того мира, который тебе задан и придуман. Diese Form ist sehr fordernd für einen Schauspieler, weil eben keine Disziplin, keine Theaterdisziplin verfolgt wird. Das heißt, wenn du als Schauspieler es nicht geschafft hast, die neue Welt zu erschaffen, dann kannst du tun und machen, was du willst. Es wird nicht funktionieren. Der Zuschauer darf jeden Moment sich umdrehen und woanders hingehen. Und interessant ist das in erster Linie, weil das uns Schauspieler sehr weit öffnet. Zum einen war die Viktoria bei sehr avantgarden und sehr experimentellen Projekten tätig und zum anderen ist sie Trägerin der russischen Theaterkunstschule. Das heißt, diese experimentelle, abgefahrene und verrückte wird auf einem soliden Basis gebaut. Die Regisseurin hat auch in den letzten Jahren während ihrer Arbeit in Moskau für Aufsehen gesorgt mit ihren teilweise fast schon skandalösen Produktionen. Also das ist meiner Meinung nach eine super talentierte Schauspielerin und Regisseurin, eine sehr ambitionierte Frau, eine sehr starke Frau, die ganz genau weiß, was sie verabscheut. Und diesen teilweise steinigen Weg gehen wird. Это роман советской журналистки Евгении Гинзбург. Это автобиография. Меня, в принципе, волнуют истории женщин. Особенно в данном случае она является документальной. То есть абсолютно реальной. Это история живого человека, который жил не так давно. Die das größte Teil ihres Lebens in der Gefangenschaft verbracht hat. Die wurde ohne jeglichen Recht verurteilt. Blies in den Heustaub der Milchstraße, fuhr durch den Wuschelschopf des Alls. Es stehen sieben Sterne im Sternbild des großen Bären. Sehr interessant gerade an diesem Buch ist, dass es, obwohl es eigentlich Dokumentation ist von diesen schrecklichen Geschehnissen, das liest man wie so eine Dystopie. Also das wirkt so wie eine Dystopie. Es ist so schwer zu vorstellen, was das sein könnte. Normalerweise lernen wir Geschichte immer mit Abstand. Wenn man das einmal liest, ist es
eine. Und wenn man an einer Handlung teilnimmt, auch wenn das im Rahmen einer theatralischen Spiels ist, ist das was anderes. Es basiert auf einem riesen Mitgefühl und einem Versuch, selbst zu verstehen und weiterzubringen, was das für eine unheimliche Herausforderung in erster Linie für den Geist sein kann, wenn du jahrelang unterdrückt wirst, gequält wirst und zunichte gemacht wirst. Und diese Form gibt jedem Beteiligten die Möglichkeit, diese Marschroute mitzugehen. Es geht jetzt nicht nur um die Produktion allein, es geht im größten Teil auch darum, dass wir die Nürnberger freie Szene zusammenbringen, und zwar Profis und Laien und Studierende. Es wird nicht so intensiv geprobt, sondern es findet eine Auseinandersetzung in einer Gruppe mit dem Stoff. Es wird im großen Teil schon in Form von Körpertheater sein. Очень важную роль в моей деятельности занимает тело человека. Наверное, потому что тело никогда не врет. Vom 29. September bis zum 3. Oktober findet dieser Ausbildungsteil statt. Das heißt, ein paar Vorlesungen und praktische Workshops im Körpertheater in der Russischen Theaterkunstschule. Und danach wird in kleineren Gruppen zweieinhalb Wochen lang geprobt. Und am 20. und 21. Oktober finden die Aufführungen statt. Мне кажется, что у наших стран есть какая-то общая история, у Германии и России. И то, что данное произведение мы будем делать именно в Нюрнберге, это весьма не случайно. Мне кажется, что нам всем вместе есть что обсудить по этому поводу.